Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ja, Dracanto, genau. Und ja, dem schönen Pixelmon-Mod. Ich habe vorher ein großes Panzer gesehen, aber es ist abgehauen, weil es noch ein bisschen leckte. Es ist leider nicht so schnell am Laden, wie ich es gerne hätte. Das ist einfach, Pixelmon Mod hat immer noch ein bisschen Performance-Probleme. Ich hoffe, im nächsten Update kommt wieder ein Performance-Patch, also ein bisschen Performance, ja, wegmachen. Sie haben nämlich jetzt die Ladezeiten stark reduziert, glaube ich, um die Hälfte oder so. Und das finde ich sehr toll. Wir brauchen ein Pokémon Center, deshalb müssen wir jetzt gerade kurz wieder irgendwo hinlaufen, oder? Ja, wir machen jetzt mal kurz eher das mit den Ding, Mistkräftsachen. So, was brauchen wir denn jetzt momentan? Wir müssen die Bücher herstellen. Die Bücher gehen wie? Ja, man sieht's nicht. Die müssen wir auch irgendwo hin herstellen. Also da drin irgendwo. Da brauche ich mal ein Buch. Nehmen wir hier raus. Hier Leder. Und hier hinten. Welt 1. Das Buch haben wir jetzt. Jetzt müssen wir da irgendwie das Buch mit irgendwas kombinieren, damit wir noch das grüne Buch bekommen. Wie war das nochmals? Mistcraft. Book of Binding. Nein, nicht Bookbinder, Bookbinding. Gleich klicke ich mal auf Bookbinder. Und jetzt Crafting. Book. Ja, jetzt finde ich das nicht, wie das Buch heißt. Das ist das Problem, das wir jetzt haben. Wieso wird das nicht angezeigt? Crafting.de. Wie heißt das Buch? Verbindungsbuch. Ist nicht dabei. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier auch nicht mehr Mistcraft. Mistcraft, so. Book of Binding. Bookbinder, Book, jetzt der Bookstand. Linkbook. Leder und Linkpanel. Also ein Leder müssen wir noch dazu. Ja. So, dann haben wir beides. Das nehmen wir mit. Aktivieren aber immer zuerst. Bookstand nehmen wir mit. Die Welt machen wir jetzt in eines der Bookstands, hier drüben. Und jetzt können wir eigentlich reingehen. The way back. Dann haben wir hier, ja. Oh, eine relativ schlechte Welt. Mist. Wieso haben wir jetzt hier nochmal ein Buch? Hä? Okay. Wir schauen einfach mal kurz ein bisschen uns um. Ah, ja, Knochenblöcke können wir gebrauchen. Aber ist relativ schlecht gespawnt. Leider. Möchte schon gerne Gravel mitnehmen, aber das ist sehr brüchig. Ja, wir müssen unbedingt nochmal seine Welt machen. Weil, ja, seht's ja. Ich hoffe, ich falle nicht runter, weil dann sind wir wirklich tot. Das ist nicht so wie eine Ultradimension, wo man dann wieder spawnt. Das ist leider ein hardcoreiger Mod als das mit Pixelmon. Aber gut, immerhin haben wir hier auch ein paar modded Sachen.
Nur eben man sieht nicht, ob es jetzt auch zum Beispiel Plant Mega Pack drin ist und so weiter. Können wir leider nichts gerade machen. Aber wir nehmen jetzt nicht so viel Gravel mit und machen einfach eine zweite Welt. Und ich werde die wahrscheinlich wieder löschen, oder ja. Ja, es braucht nicht so viel, wie ich dachte. Eine Welt braucht nicht so viel Speicher. Ja, gut. Wir müssen leider wieder zurück. War schön mit dir, Welt, aber Kohle ist das okay. Hm. Leider nicht gerade das, was ich jetzt schon brauche. Mist. Wir brauchen also mehr Linking Panels. Die machen wir hier drin. Machen wir nochmals einfach zwei. Und machen noch eine Kiste hier. Damit ich die Sachen rein tun kann, die muss ich ja nicht mehr behalten. Ewiger Schnee und Wildbärensaft. Wildbärensaftblock. Okay. Ist irgendwie ein bisschen kurios, aber gut. Ich hab nichts zu gehen. Die Sachen reinlegen, die ich jetzt wirklich auch nicht dort brauche. Und zwar. Ja. Oh. Du bist auch ein bisschen groß, Wingu. Ja. Ja, hier noch Kies gehabt. Aber Koko brauche ich hier auch nicht. Pflanze ich auch kurz noch an. So. Dann hätten wir das schon mal. Ich finde gut, dass das alles so schnell geht. Weil dann haben wir einfach mehr Zeit für Livestreams und so. Das zu machen in Livestreams, oder? Und ja, in Part wirklich tolle Sachen machen können. Also ich versuche so viel wie möglich tolle Sachen in den Parts zu machen, aber in den Livestreams ja eigentlich auch, weil wir zum Beispiel schön bauen und so weiter. Also alles, was ich hier nicht brauche, mal die Kiste, weil wir sowieso nochmals eine Apikoko plötzlich haben. Oh, ein Boss, Zickzacks. So. Hallo. Geh weg. Die haben immer so eine mega Box. Es muss nur im Pokéball sein, dass die Box-Ding ist und das Spieler nicht. Außer man will reiten und dafür eine Kurztaste machen oder so. Hat schon. Ja. Also, nochmals das Wiederholen am Anfang, was ich schon wieder ein bisschen vergessen habe. Ah ja, das ist der Drago, der vergisst schnell etwas. Das hier. Was haben wir noch rein? Müssen wir noch rein tun? Leder, glaube ich. Welt 2. Jetzt noch das Buch binden, aber ich habe kein Leder. Mach ich jetzt das Leder? Ich kann das nicht aufteilen. So. Welt 2 bitte in gut und nicht tödlich oder so. Dankeschön. Sieht nicht so gut aus, sieht einfach aus wie Luft. Plains, das könnte gut sein. Komm, bitte, vorwärts machen. Laden Sie schneller. Okay. Gut, ja. Das ist nix. Es lädt nicht. Was ist denn jetzt los? Hm. Doof ist es, wenn Minecraft irgendwie Probleme macht. Da ist etwas. Kann ich das sicher sein? Ah, jetzt. Ja, jetzt haben wir keinen Buchstand mehr, aber auf den Boden setzen kann man es, glaube ich, auch. Ja, man kann es einfach lesen. Hm. Sieht ja gut aus.
Amemesa. Okay, es sind einfach viel zu große Bäume. Dankeschön. Das überfordert doch mega die Menschen. Und Eis. Und wieso kann ich das nicht einsammeln? Was ist denn los im Allgemeinen jetzt gerade mit Mistcraft? Das war doch nie so laggy. Ja, doch schon, aber. Muss ein bisschen generiert werden. Tut mir leid, dass ich das jetzt im Part machen muss. Könnte gefährlich werden wegen der Dunkelheit. Ja, es ist einfach. Es ist ultra übertrieben. Bitte, Mistcraft-Entwickler, übertreibt doch nicht immer so. Bitte. Gib mir jetzt das Item. Wie einfach Minecraft total überlastet ist. Oh je. Okay. Ich möchte gerne, ja, ein bisschen einzelne Hölzer holen. Ich mach das lieber mal hier. Dankeschön, Minecraft, dass du immer noch überlastet bist. Oh. Cool, durch Eis sieht man auch die Höhlen, stimmt. Wie genial. Ja, es ist immer noch überlastet. Minecraft checkt einfach gar nichts wegen dieser scheiß Java. Wer mag Java? Es mag wirklich kaum jemand Java. Weil Java einfach schlecht und langsam ist für Minecraft. Ja gut, ich will nur ein bisschen Holz einsammeln. Kann das nicht wissen? Okay, wir müssen raus aus dieser Welt, weil das überfordert eigentlich auch Optifine und so zu sehr. Ja, wir müssen raus. Okay, die ersten sind ja recht schlecht, die ersten Welten. Das muss ich wirklich generieren, bis ich das habe. Wo ist mein Buch? Jetzt komme ich nicht raus, weil ich kein Buch mehr habe. Wo ist mein Buch? Ich habe nichts rausgetan aus dem Inventar. Okay, es ist total überlastet. Ultramäßig überlastet. Das ist die schlimmste Welt, die wir hier gesehen haben. Und ich habe ja schon ein paar Welten gemacht im alten Pixelmon-Projekt. Was ist denn das für ein Mod? Der ist mega performance-lastig manchmal und ja, völlig crazy. Kann niemand einen Dimension-Mod machen, der einfach ganz normale Welten spawnt? Ganz normale, ja, nativ, ja, normal sieht Welten. Ganz, ganz normal. Einfach auch mit allen Mods dazu noch. Okay. Ja, das ist ja langsam noch. Und das Buch ist wieder da. Schnell raus. Oh Gott, wir haben es geschafft. Also, falls ihr nicht weiterkommt, macht es am besten so, dass ihr Ding. Einfach kurz euch ausloggt und wieder einloggt. So, als nächstes müssen wir wieder eine Piole haben. Ist noch eine drin? Ja, reicht nicht. Wir müssen mehr Piolen machen. Tintenbeutel. Und. Oh, die Bäume sind gewachsen. Cool. Tintenbeutel. Müssen wir wieder machen. Hä? Schade, aber gut. Wasser könnten wir da auch noch gebrauchen. Merin. Cool. So ein Merin möchte ich auch noch trainieren. Aber zuerst müssen wir es fahren. Campen doch schnell nochmals. Und schauen wir kurz auf die Uhr. So. Ja, ist natürlich nicht effektiv. Ich blöde. Aber. Das ist so nett wie die da. Ding. So wie ein Baby Alligator oder Krokodil halt. Richtig babyhaft. Manchmal ist Pokémon wirklich viel zu kindisch für mich, aber man kann nichts machen. Es ist einfach ja eher für jüngere Spieler. Aber Erwachsene dürfen ja das Spiel auch spielen. Es ist ja nicht zeitlich begrenzt, irgendwas zu spielen.
Also, dass man irgendwie mit 30 oder 40, oh, ein Remoraid, 30 oder 40 Jahren dann nicht mehr spielen darf. Ist jedem sein, was er spielt. Und ich tue mich einfach irgendwie immer wieder so ein bisschen verniedlichen, obwohl ich eigentlich ein harter Mensch bin, beziehungsweise eher nicht so hart, aber wenigstens erwachsen tue. Ich habe immer so das Gefühl, ich mache zu kindisch. Gut, ihr dürft entscheiden, wie ich mache und nicht ich. Deshalb halte ich mich einfach ans Erwachsene ein bisschen mehr nach wieder. Kann man halt nicht viel machen. Weil ich nicht gerne kindisch oder ja jugendlich bin. Im akustischen Sinne. So, was sind denn das für kleine Teile? Ein Sandwort. Hallo, Sandwort? Ich brauche ein Wasser-Pokémon, das wirklich schwimmen kann. Oh, Raikou! Schauen wir doch das Raikou kurz an, wenn wir es finden. Im Steppengebiet. Also Savanne, genau, da steht Savanne. Dort ist es, oder? Es ist schon dort. Ah! Also, das ist Raikou. Also der. Die drei Hunde, das Schönste finde ich von den drei Hunden. Ja, das Rote, also das Feuer-Pokémon, ist noch besser. Aber Raikou hat etwas majestätisch mit dieser Wolke drauf. Oder Mähne, die aussieht wie eine Wolke, gewitterte Wolke. Und der Schwanz vor allem. Der ist eigentlich mega geil. Da wusste ich gar nicht, dass er so blitzartig ist. Sieht mega geil aus. Hallo Raikou. Einen schönen Tag. Schauen Sie bitte zu mir. Sie können doch nicht immer abhauen. Das geht nicht. Ja, wie süß. Jetzt nochmals für ein Foto. Schauen Sie zu mir. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Vielleicht von der Seite eher noch. Wann? Schauen Sie bitte zu mir. Hallo? Das geht nicht. Nee, das geht nicht. So, ich glaube, ich habe ein gutes Foto. Aber es reicht jetzt auch. Fürs Thumbnail natürlich. Wenn ich nicht vergesse. Kann ich jetzt auf dir schwimmen? Du bist so groß, dass du das eigentlich auch realistische Sachen machen könntest. Komm doch. Muss ich da irgendwas noch drehen? Ah, das ist auch wieder ein gutes, großes Panzer. Noch eins. Mann, bitte gib mir diese Quallen, diese Tintenfische. Schlimmste ist einfach, wenn man etwas braucht und nicht bekommt. Dort ist eine. Aber das ist eine blaue Pflanze, die nehme ich mit. Eine blaue Blüte. Bitte schneller. Ja, vielleicht tue ich euch ein bisschen langweilen mit dem, aber ich muss ja vorwärts machen. Deshalb muss ich da. Hat so Sachen auch machen. Also es ist auch wieder besser, dass die Leute auch wieder mehr schauen von mir. Dass es ein bisschen langweiliger werden könnte. Bei anderen ist es auch langweilig, nur bei mir wird halt echt sehr wenig gemacht. Dass deine diese Seeschnecken oder was es ist. Seeteufel oder nein. Ich sag mal diesen Urzeitfischen. Was es überhaupt ist, möchte ich kurz schauen. Schalelos, okay. Cool. Ein Pokémon-Trainer Level 5, den schaffen wir natürlich nicht, wenn wir auch nur Level 7 sind. Da müsste die ungefähr immer so 5 bis 10 Level höher sein. Okay, hier haben wir auch gar keine Quallen mehr. Tintenfische, Mann. Was habe ich jetzt mit Quallen? Die fliegen auch immer gegen die Berge. Panzer uns. Aber ja, es spawnen aber auch ein bisschen zu viele. Vielleicht die Spawnorte wieder runterstellen, aber momentan leckt es auch nicht. Texas Tixie. Cool. Pearson's Megwitch. Oh, nein, Muschas. Nicht Shoulder. Muschas. Jo, gut. Dann halt nicht. Schade. Ne,
Wenn wir jetzt vorwärts kommen, können wir wirklich viele Livestreams schon machen ab jetzt, wo wir einfach auch Sachen looten, mitnehmen, dass ich das jetzt nicht in den Parts machen muss, dass die auch ein bisschen mehr geschaut werden. Und ab jetzt gerade ist es noch nötig, also ja, nehmt euch einfach Zeit für meine Videos und könnt immer wieder weiterspulen, wenn ihr mal nicht schauen möchtet, was jetzt da nicht so Spaß habt. Ja, mir beim Looten nachzuschauen, anzuschauen. Aber ich mache immer wieder alles zwischendurch, also es lohnt sich schon ein bisschen mehr zu schauen, weil ich eben auch immer wieder Abwechslung bringe. Ja, sehen wollt, oder? So, den platzieren wir unten, mal hier in der Mitte. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich möchte noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Fackeln, Fackeln haben wir noch genug. So, jetzt haben wir nämlich das immer am falschen Ort, in der falschen Zeit. Ja, machen wir noch einen unendlichen Brunnen hier. Wir brauchen ja immer wieder Wasser. So, wo haben wir noch Wasser? Da unten haben wir eigentlich das nächste Wasser, hoffentlich. So. Ist das Eiche? Mauzi, Aloe, Aloan, Mauzi. So, und danach Glas wieder füllen mit Eimer. Ja. Nächste. Falsches Glas. Falscher Behälter. So. So und so. Nächstes. Und dann ganz viele mal füllen. Schon mal reinlegen. Gut. Hä, ich dachte, wir haben nochmals eins. Ah, wir können nochmal eins machen. So gut. Jetzt. Welt. Hallo. Wie kann man eigentlich Caps Lock deaktivieren? Das ist sowas von nervig. Und noch das hier. Das ist sowas von schwer momentan einfach zu farmen, weil wir so viel Rohstoffe brauchen. Welt 3. Bitte. Bitte, bitte, bitte eine gute Welt. Ladet wieder länger, habe ich so das Gefühl. Könnte eine gut gefüllte Welt sein. Ja. Okay. Bauen Welt 3. Okay. Es gibt wirklich modded Sachen. Das ist super. Ah. Wow. Wow. Da unten ist irgendwas, was so glitzert. Was ist das? Was ist das? Obsidian? Nee, das ist kein Obsidian. Was ist das? Ist es ein. Ja, es ist Ding, also es ist der Sternenhimmel unten. Einfach ein anderer Void. Ich glaube, Void heißt es. Gut, dann brauchen wir von dem einen Baum. Wie die Schneedecke runterfällt. Ist es auch durch einen Mod, dass er Firefly? Was ist denn das? Von welchem Mod ist Firefly? Da gibt's Inseln aus Stein. Wow. Beste Welt. Okay, wir müssen nicht ins Neffe. Was können wir mit Firefly machen? Das ist einer dieser Magic Mods. Ah, Dschungelholz, sehr gut. Wunderbar. Wir haben eigentlich alles Holz schon. Nein, Schwarzeichenholz haben wir noch nicht in diesem Projekt. Ja, kann einige Zeit dauern. Aber dafür haben wir dann ganz viele Seeds. Eine wunderschöne Welt, also sehr abwechslungsreich auch. Wow. Nicht dein Ernst. Diese blöde
Mod, ey. Oh, Kakaobohnen. Nicht nett. Hä? Ah, jetzt. Habt ihr gesehen, es waren gar nicht Items drin. Cool. Wir haben einfach mal alle Bauholz für den Stream. Heute hoffentlich auch. Ja. Gut, nehmen wir lieber dieses Fahren noch mit. So, ja, es ist immer noch ein bisschen am Lecken. Auch solche Sachen machen wir am besten im Livestream. Ja, ich nehme jetzt mal blaue Apfelkokonne nicht mit. Die haben wir zu Hause. Weiße haben wir, weiße. Nehmen wir lieber noch die Blume hier mit. Können das alles zu Hause machen oder einfach nochmal in die Welt gehen. So. Also das Einzige, was es jetzt eigentlich nicht gibt, sind Pixelmon. Okay. Dann könnten wir eigentlich immer wieder hier in die Welten gehen und kämpfen, also die Monster anmachen. Ja, wäre nicht schlecht, einfach mal hier ganz normal auf easy stellen, wenn wir noch stark genug sind, dass wir auch ein bisschen kämpfen haben und so. Ja, als Challenges. Birke haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja? Nicht gerade. Aber einfach die seltenen Hölzer haben wir schon und die nicht seltenen müssen wir jetzt noch holen. Hm. Grobe Erde. Und dieses Samenzeugs. Ja, ja. Dann weiß ich, was wir machen. Wir sammeln jetzt Fäden. Und machen Backpacks. Ich hoffe, wir haben noch genug. Ja, ich denke schon. Ja, und ich werde jetzt mehr auch teleportieren. Also, beim Streams werde ich teleportieren. In den Aufnahmen, ich weiß ja nicht, aber... Ja. Eigentlich ist es ja wirklich unnötig, jetzt hier zurückzulaufen. Da müssen wir schon fast teleportieren. Schauen wir noch mal so ein paar Pflanzen an und so. Vielleicht haben wir noch ein paar, die wir schon im Inventar haben. Darf ich die Welt anschauen? Ist echt nett. Also ich liebe das Modpack. Das. Oh, ich kann es nicht besser sagen als. Ja, ich liebe es einfach. Also, was haben wir denn hier? Tintenbeutel. Ja, setzen wir den. Wir haben eins zu wenig, einen Tropenbaum zu wenig. Wir müssen nochmal rein. Und dann noch das Pokémon heilen. Ja. Ding, sortieren, Fichten, Tropenbaum, Kokumpatrie müssen wir jetzt nicht. Leder nochmals hier rein. So. Und dann gibt's hoffentlich schnell genug dann einen weiteren einen Stream. Ein paar Sachen wachsen einfach nicht. Das ist Schachtelhalm, ja. Okay, dann müssen wir leider nochmals kurz rein, um in die Richtung zu gehen, um nochmal ein Setzling zu bekommen, weil wir machen gerade einen großen Baum, dass wir dann auch wieder mehr Setzlinge bekommen. Okay, bei diesem. Wir könnten noch kurz zu diesem großen Teil gehen. Boom. Aber es ist wahrscheinlich ein Dschungeltempel. Nicht? Doch, es ist ein Dschungeltempel. Oder eine Bibliothek, genau.
Das ist eigentlich sehr gut, aber wir gehen jetzt nicht dort hoch. Ich mache jetzt zuerst eine bessere Spitzhacke. Aber schön, dass du so schön spawnst, lieber Turm. Liebe Bibliothek. Oh ja. Schwarzeichenhaus? Oh, brauchen wir. Wir haben alle Bäume hier. Das ist Luxus. Fast schon viel zu leicht, oder? Ah, zeig doch noch mal an. Ja, wir haben 6. Sehr gut. Okay, dann haben wir eigentlich wirklich viele Bäume hier. Ist leider ein bisschen zu dunkel. Sammeln wir einfach noch random Sachen ein. Zum Beispiel das hier. Kobra. Kobra. Nein, Kobra. Hier hätten wir auch noch. Also wir sammeln jetzt mal nicht die Beeren. Weil die brauchen wir wirklich sehr lange nicht wahrscheinlich. Ja, einfach als Achievement, dass wir alles bekommen haben oder so. Ja. Ah, endlich Tintenbeutel farmen. Saphirerz. Und nochmals etwas Rubinerz wahrscheinlich. Wow. Also ich wusste, dass es nicht einfach wird, aber so leicht alles zu bekommen, hätte ich nicht gedacht. Weil eben Mod-Sachen so umfangreich ist, dass man schon bräuchten könnte. Also, dann fangen wir mit dem Livestream dann eigentlich an zu minen. Weil wir brauchen ja auch noch Schwerter und so. Und dann kämpfen wir gegen Spinnen, bekommen die Fäden oder gegen Pokémon, die ja, wie Weberak oder so, die einfach Ding bringen. Ja, Fäden. Und danach können wir eigentlich sehr viel einsammeln im Livestream. Aber ich mache jetzt nicht unbedingt so viel während den Aufnahmen. Eher Pokémon trainieren und halt auch bauen. Oder ja. Das Erleben halt. Was ihr wollt. Eben, dürft gerne ein bisschen Feedback geben. Dankeschön, dass du so leckst. Jetzt hier wieder raus, irgendwie kommen wir. Wieso ist es nicht 1.13, Mann? Wenn ich da hochschwimmen kann, schnell. Palmholz, weißt du? Okay. Machen wir ganz viele Palmen, solche Palmen dorthin. Dattelpalme, okay. Ja, es ist nichts mehr von dieser Dattelpalme. Einfach einen Seed bekommen. Ich hoffe, dass es dann als nächstes mehr gibt. Aber wir machen so schöne Bäume wie möglich, alles Mögliche. Und, ja. Wir machen uns einfach ein Luxusleben. Und dank den Livestreams kann ich wirklich auch Sachen machen, die euch vielleicht ein bisschen mehr langweilen. Aber ja gut. Es ist eure Bestimmung, was ihr langweilig findet. Ihr könnt von den nervigsten Sachen auch nicht gelangweilt sein, oder? Aber es ist eure Bestimmung, wie euch die Verwöhnung Schaden anrichtet, sozusagen. Weil ich habe es gelernt, dass ich mich von nie etwas langweilen lasse. Und seitdem habe ich viel schöneres Leben, ein viel schöneres Leben. Ist nie mehr langweilig. Ja. Deshalb mache ich auch so viele Videos. Mann, da fällt man ja runter sofort ins Tod, in den Tod. Ja gut, müssen wir dann halt aushalten. Die Beans. So. Aber hier ist schon gefährlich. Ich möchte am besten das jetzt mal kurz zumachen. Einfach das markante Ding. Hier ist schon ein bisschen zu nah am Spawn, falls er mal leckt und dann wieder runterstürzt. Hier sowieso, wo man es nicht sieht.
Was ist denn das für eine Farbe? Okay, aber nicht ein nicht unähnlich aus Akazienholz. So, das ist mir zu gefährlich. Schauen wir mal, ob hier wirklich Erze auch spawnen, damit wir hier farmen können. Also mal kurz runterschauen. Ja, alle Erze sind eigentlich zu sehen. Sehr viel Granit. Schlecht. Ich hoffe, kein Schnee fliegt oder so. Wenn wir dann runterfallen, dann sind wir wirklich am Arsch. Aber vielleicht das Wasser könnte uns noch retten, also der Wassereimer. Aber ihr kennt doch das. Boah, das ist so schwer. Also hier muss ich nicht mehr. Aber hier, das war nötig. Tut mir leid, dass es ein bisschen langweiliger war. Wir gehen aber jetzt wieder zurück. Ich suche das Buch. Im Schnee festgesteckt. Ja. So. Schwarzeichensetzling. Direkt hier in der Nähe. Und Tropenbaumsetzling auch hier in der Nähe. Gut. Die Dattelpalme mache ich hier hin. So, und dann gehen wir noch das Pokémon heilen. Oder es ist eigentlich schon zu spät, oder? Boah, es ist schon ein langer Part. Gut. 36 Minuten und bald 37 Minuten. Dankeschön fürs Schauen und bis zum Livestream heute, ja, gegen Abend vielleicht oder so. Muss ich schauen oder schon früher. Tschüss.